geschickt. Wenn man es hingegen nicht bemerkt, kann der Schuss nach hinten losgehen. Und zwar gewaltig. Vermisst du was? Schönes Kostüm. Wo hast du das her? Wieso? Gefällt's dir? Nein, Hexen tragen nämlich keine Kostüme. Ach ja, richtig. Für gewöhnlich tragen sie einen Spitzenhut und einen Besen. Früher mal vielleicht. Redest du immer so dummes Zeug? Ich werde mal versuchen, es zu lassen. Danke für den Tipp. Wie heißt du denn überhaupt? Zuerst deinen Namen. Joe. Billy. Nun, Billy, ich glaube, wir beide haben da ein kleines Problem zu lösen. Oh, ja? Also mein Problem ist eigentlich nur, dass du mir ständig den Spaß versaust. Spaß? So nennst du den Kampf gegen Dämonen, ja? Besser als jedes Videospiel. Das ist kein Spiel, okay? Das ist leider ernst, tödlicher Ernst. Sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Stuhl! Okay, die Sache ist folgende. Das Leben von Menschen steht auf dem Spiel und deswegen wirst du mir jetzt auch alles sagen, was ich wissen will. Ist das klar? Andernfalls kriegen wir uns beide ganz schnell wieder in die Haare. Gut, dann schieß mal los. Seit wann bist du schon eine Hexe? Noch nicht so lange. Erst vor kurzem ist mir aufgefallen, dass ich, wie soll ich sagen, Zauberkräfte habe und habe in Büchern nachgelesen, wie man diese gezielt einsetzt. So hast du auch rausgefunden, wie man Dämonen jagt. Ich bin gut. Tja, das ist aber so. Hör zu, ich... Darf ich? Pass auf. Also, zuerst ist mir aufgefallen, dass alle Namen der Teenager so ähnlich klingen wie Alice. Die heißen, Alicia, Allison, Alistair, Alex... Und worauf willst du hinaus? Alice! Kennst du nicht Alice im Wunderland? Okay, als die Opfer wieder auftauchten, redeten sie alle so wirres Zeug von einem gestiefelten Raupen, weißen Kaninchen, verrückten Hutmachern. Da könnten bloß coole Dämonen dahinter stecken, so viel war mir klar. Tja, weißt du, eigentlich sind Dämonen nicht gerade cool, sondern mordsgefährlich. Okay, von mir aus. Jedenfalls habe ich das alles in den Computer eingegeben. Den Kristall mit dem GPS verbunden und danach den Dämon gependelt. Und voilà, da war er schon. Oder besser gesagt, sie. Sind die meisten Dämonenfrauen? Nein, nein, das hält sich die Waage. Das hast du alles allein, so ganz nebenbei rausgefunden? Ja. Okay, wenn das so ist, wirst du so lange hier warten, bis ich das geklärt habe. Warten? Wieso? Weil das eine Nummer zu groß für dich ist, Billy. Nur gut, dass du mich gerufen hast. Ich habe dich nicht gerufen. Lass das mich und meine Schwestern einfach regeln, okay? Sekunde. Welche Schwestern denn? Sind das etwa auch Hexen? Bleib einfach hier. Ich komm wieder. Bleib hier.